Christoph Röckerath beobachtet für uns die Ereignisse in Venezuela. Herr Röckerath, jetzt sind ja schon ein paar Stunden mehr vergangen seit der Rückkehr von Guaido. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wird weiterhin demonstriert? Also im ganzen Land haben sich Anhänger von Guaido versammelt. Es ist von Tausenden oder sogar Zehntausenden die Rede. Genaue Zahlen gibt es da noch nicht. Aber es scheint so, dass zumindest bis jetzt dies ein Tag der Opposition wieder war. Die Regierung hat sich bisher auffällig zurückgehalten. Es gab bis jetzt noch keine offiziellen Verlautbarungen. Es gab auch keine, wie sonst zumindest üblich, keine organisierten Gegendemonstrationen, wo mit Bussen Demonstranten, die für die Regierung auf die Straße gehen, herangebracht wurden. Also dieser Tag war bis jetzt ganz klar im Zeichen der Opposition. Ist denn tatsächlich die Unterstützung für Guaido so groß, wie die Bilder das suggerieren? Das ist natürlich immer die große Frage, denn natürlich ist dieser Konflikt auch ein Krieg der Bilder, den beide Seiten versuchen, für sich zu entscheiden. Unsere Beobachtungen und auch die unserer Kollegen und Bekannten, die wir dort haben, die wir auch selber aber gemacht haben, zeigen, dass schon die Opposition ganz klar in der Mehrheit ist. Manche sprechen von 80, manche sprechen von 90%. Es ist auch so, dass die Gegendemonstrationen, die es immer wieder gibt, jedes Mal organisiert werden. Auch das haben wir schon beobachten können. Da werden wirklich aus dem Umland mit Bussen die Demonstranten, die für die Regierung sind, herangefahren. Außerdem muss man sich auch Caracas vorstellen, ist eine Stadt, die sehr, sehr unterteilt ist in Pro- und Anti-Regierungsviertel. Natürlich sind die Pro-Regierungsviertel, die trotzdem weniger ausmachen im gesamten Stadtgebiet, diejenigen, wo sich leicht die Menschen versammeln lassen. Sie werden dann meistens auch mit Lebensmitteln belohnt. All das ist, wie gesagt, heute zumindest bis jetzt nicht zu sehen gewesen. Und ich denke schon, dass man sicher sagen kann, dass die Opposition insgesamt über eine große Mehrheit verfügt. Nun tritt Guaido ja sehr massiv auf, sehr provozierend. Sie haben das ja auch in Ihrem Bericht gesagt. Und Nicolás Maduro, der steckt so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, in der Zwickmühle. Wenn er jetzt gar nichts tut, dann demonstriert er Schwäche nach innen wie nach außen. Macht er etwas, lässt er ihn festnehmen, seinen Widersacher, dann erntet er mit Sicherheit internationale Kritik und vielleicht auch noch sehr viel mehr und Schlimmeres aus seiner Sicht. Also das ist eine angespannte, heikle Situation für Maduro. Absolut. Also es zeigt ganz klar, dass er nicht mehr so schalten und walten kann, wie er es wahrscheinlich am liebsten möchte. Das hat natürlich vielfältige Gründe. Ein ganz entscheidender Grund ist, dass er natürlich in erster Linie an der Macht gehalten wird, wirklich von außen, allen voran von Russland und von China, die eben sehr große Interessen in Venezuela haben. Stichwort strategische Ausbreitung, Stichwort natürlich Erdöl. Und für sie ist es ganz wichtig, dass Maduro den Anschein bewahrt, dass er eben ein demokratischer, ein legitimierter Herrscher ist. Das ist ja auch das, auf das er pocht. Er sagt ja, dass Guaido ein Putschist ist, weil er sich eben gegen eine demokratische Regierung auflehnt. Und wenn man dann eben so demokratisch ist, wie Maduro sagt zu sein, kann man eben nicht wie ein Diktator mal eben seinen oppositionellen Gegner festnehmen lassen. Das schränkt ihn sicherlich ein. Und Guaido nutzt das natürlich ganz geschickt, indem er sich eben umgibt mit Menschen. Wir haben es gerade gesehen, am Flughafen waren es Diplomaten, sodass man da nicht einfach dazwischen gehen kann, ohne einen Zwischenfall zu provozieren. Und genauso sind seine Auftritte mit der Bevölkerung immer sehr, sehr groß. Er fährt mit Motorrädern rein in der Regel und wieder raus, ist also sehr schwer zu greifen. Buchstäblich und ist immer von Menschen umgeben, sodass da auch wahrscheinlich ohne ein Blutbad nichts möglich wäre. Trotzdem ist es ein Katze-und-Maus-Spiel und irgendwann kann es auch sein, dass Maduro ihn mal quasi auf falschem Fuß erwischt, zumal es ja bereits eine Anklage gibt. Zumindest sollen mehrere Anklagepunkte vorbereitet sein, eben wegen Umsturz, wegen Verstoß gegen das Ausreiseverbot. Also ich denke schon, dass die Regierung das auf Dauer sich nicht unbedingt gefallen lassen wird. Aber jetzt im Moment, Herr Röckerath, zum Abschluss hat Guaido das Momentum wieder auf seiner Seite und er hat sich auch daraus befreit, dass er so wegen der Lebensmittellieferung ja eigentlich in die Hinterhand geraten ist. Das hat er ja zum Entscheidungstag eigentlich erklärt. Genau, und deswegen hat er dann auch gleich im Anschluss diese Reise durch Südamerika gemacht, zu den Staaten, die ihn anerkennen, die ihn unterstützen. Sicherlich auch, um eben diese Bilder, Stichwort Bilder wieder, zu produzieren, die ihn eben zeigen als Staatsmann, der empfangen wird von den Präsidenten der anderen Staaten und damit auch natürlich ablenken kann von den schrecklichen Bildern, die wir von der Grenze gesehen haben, wo auf venezolanischer Seite scharf geschossen wurde und wo zumindest auf der anderen Seite Lebensmittel verbrannt wurden. Also es geht hier, ich wiederhole mich da jetzt, um einen Krieg der Bilder sicherlich auch. Auf jeden Fall können sich beide Seiten nicht leisten, Schwäche zu zeigen. Christoph Röckerath, vielen Dank für diese Erklärung, für diese Einordnungen nach Rio de Janeiro an diesem Abend.